Es ist Sommer im oberen Innviertel. Die Wetterbedingungen ermöglichten es, die Getreideernte in dieser Region bereits Ende Juli abzuschließen. Vergleichsweise früh konnte in diesem Sommer mit der Bodenbearbeitung nach der Getreideernte gestartet werden. Wir begleiten heute zwei junge Landtechnikbegeisterte, welche ihre Freizeit auf großen Landmaschinen verbringen. Michael und Max sind als Fahrer für einen landwirtschaftlichen Biogasbetrieb aus dem benachbarten Bayern tätig. Wir freuen uns, einige Bilder von ihrer Arbeit euch präsentieren zu können. Nach der Anreise mit ihren Traktorgespannen sind sie heute damit beschäftigt, Gülle auf ein 20 Hektar großes Feld zu bringen, sowie im nachfolgenden Arbeitsschritt den Flüssigdünger im Boden einzuarbeiten. Wir fahren zunächst mit Michael mit, der heute den New Holland T7 210 steuert. Das nachfolgende Güllefass ist mit einem Schleppschuhgestänge ausgestattet, um den Flüssigdünger bodennah auszubringen und Ammoniakemissionen zu vermeiden. Michael ist in der Landwirtschaft aufgewachsen und schätzt besonders die Vielseitigkeit der verschiedenen Arbeitsbereiche in der Landwirtschaft sowie das Steuern von großen Landmaschinen. Servus, ich bin der Michael, bin 17 Jahre alt. Wir kommen von Deutschland, von Bayern rum. Haben wir halt in Högenberg unterwegs. Da haben wir halt Gerste ausbringen. Ich fahre mit dem T7 in Holland, 210. Und mit einem Zunhammer. 15.500 Liter Kubikfass, genau. Während Michael weiterhin damit beschäftigt ist, den Flüssigdünger aufs Feld zu bringen, folgt Max im Anschluss mit der Einarbeitung. Max steuert heute den Deutz TTV 6180, der im Heck eine Kurzscheibenecke der Firma Kerner nachzieht. Max arbeitet als Mechaniker in einer Landmaschinenwerkstatt, welche auf die Marke Deutz Fahr spezialisiert sind. Für Max ist es eine willkommene Abwechslung, nach der Arbeit in der Werkstatt auch selbst hinterm Steuer zu sitzen. Ja, servus, ich bin der Maxi. Ich bin heute beim Scheimann fahren mit einem 680er TTV Deutz und einem 4,50m Scheimann von Kerner. Und genau, haben wir ein schönes Flicken erwischt, relativ groß. Das Einzige ist, weil da noch ein Mais steht, noch mal ein bisschen blöd umdrehen, aber sonst geht es eigentlich recht gut dahin. Zwei junge Landtechnikbegeisterte, welche mit Freude als Team ihre Arbeit verrichten. Wir schauen den beiden noch etwas bei der Arbeit zu und wünschen euch viel Spaß bei den Aufnahmen im Anschluss.